Fans habe ich ja auch ausmachen können. Mindestens 300, so ist unsere Info, sollen hier im Stadion sein. Und es ist natürlich schon eine fantastische Atmosphäre, wie wir mitbekommen haben. Denn klar ist, es ist das Endspiel um das Olympiaticket. Ist Sydney Lohmann von Beginn an dabei, zum anderen Jule Brandt. Und auch muss beispielsweise mit der Rückennummer 8 die Kapitänin Spitze. Los geht's, das entscheidende Spiel. Quinn hatte das ganz treffend zusammengefasst, die ersten 45 Minuten. Das war Angsthasenfußball. Bemüht hier mit wenig Kontakten direkt zu agieren. Spielerinnen. Es wirkt in jedem Fall so, als hätten sie nicht nur einen Espresso, sondern mindestens zwei im Vorfeld getrunken. Denn heute ist sie sicherlich etwas, was ihr entgegenkommt. Flanke von Kasparaj, erster Kopfball. Merle Frohms kommt raus, unsicher. Abschlussmöglichkeit. Siebte Minute, erste gefährliche Situation. Und da geht direkt das erste Mal ein lautes Raunen durchs Stadion. Kriegt den Ball unter Kontrolle. Sydney Lohmann. Zu schauen, wo da möglicherweise eine Anspielstation ist. Holt die Ecke raus. Den mit viel Tempo anlaufen ist das. Clara Bühl, was macht sie draus? In den Rücken. Sowohl von Pop als auch da Oberdorf hellwach gewesen, muss den Freistoß geben und gibt's auch. Wieder Bühl. Oh, richtig gefährlich. Die Verlagerung der Seite hatte Qualität. Bisschen mehr Überzeugung hätte ich mir da an diesem ab. Nächste Abschlussmöglichkeit. Van de Donk. 21. Minute. Nüsken. Versucht's Pfosten. Und es gibt den Freistoß. Was eine Riesenchance. Sjoke Nüsken. Hat er das 1:0 auf dem Fuß. Clara Bühl in die Mauer. Und Hilgering mit dem Nachschuss. Kasparaj. Gegenspielerin in Binden und setzt sich trotzdem durch. Behrenstein. Ganz, ganz wichtig. Unglücklicher Zusammenprall. Kathi Hendrich mit Kapitän. Korrekte Entscheidung, muss den Freistoß geben. Dass die Niederländerinnen mehr und mehr diese ruhenden Situationen haben. Spitze. Nächste Flanke. Bühl kommt mit, Alex Popp. Linda versucht's. Nationalmannschaft am vergangenen Freitag. Eine Idee. Wieder Behrenstein. Gibt die gelbe Karte, die erste in dieser Partie für Kathi Hendrich. Behrenstein. Das ist jetzt aber die Chance für Deutschland. Quinn, nein! Da kommt Alex Popp. Popp in Position. Ball kommt, da ist Popp! Van Domselaar hält den. Oh, ich hoffe, man hört's. Also Popp artistisch. Trifft da Jansen dann aber am Kopf, die zwei Wolfsburgerinnen. Das wäre ja was gewesen. Trainer der niederländischen Auswahl, oh, wirkte noch. Nüsken, großartige Parade von Van Domselaar. Sjoke Nüsken schon mit ihrer zweiten sehr guten Abschlussmöglichkeit. Der erste Abschluss von ihr ging an den Pfosten. Nochmal Bühl. Fahne bleibt unten. Lea Schüller macht's. 49. Minute, 1:0 Deutschland.
aber dann geht doch die Fahne hoch. Abseits. Und immer wieder versuchen sie es über die Breite zu lösen. Gute Idee von ihr, sie hat das Ganze initiiert. Pop arbeitet mit zurück. Spielt in Wolfsburg. Oh, viel Risiko. Behrenstein. Henrich hat schon gelb. Behrenstein, Frums. Situation. Wilms gegen Linder. Lea Schüller gegen Jansen. Jule Brandt. Jule Brandt. Pop liegt noch am Boden. Hat sich da scheinbar ernster wehgetan. Da haben wir sie im Bild. Wieder im Duell mit Henrich. Müsste Abstoß geben. Gibt es auch. Lea Schüller, nix da. Van Domselaar kommt da raus. Zusammenprallt dann mit Lea Schüller. Schüller hält sich den rechten Fuß, das Sprunggelenk. Brandt. Nochmal Oberdorf, super Übersicht! Das ist das Tor, Clara Bühl! 66. Minute, 1-0, Deutschland, Treffer zählt! Was eine Leistung von der Mannschaft! Gegen Frankreich. Strafstoß verursachte. Flanke kommt. Kuhnen. Oberdorf. Ecke. Schüller hat da den Arm gehoben. Oberdorf. Oberdorf! Trotz ihrer erst 22 Jahre, fast schon 50 Länderspiele, kommt Lea Schüller. Nächste Parade von Van Domselaar. Van Domselaar, die konnte sich auch mehrfach auszeichnen. Der kommt gut. Schüller, das ist das Tor. 2-0 Deutschland. 78. Minute. Sie belohnen sich für die letzten Minuten, für den Aufwand. Beim 1-0 Lea Schüller per Kopf. Klar, die müssen jetzt all in gehen. Nächster Freistoß rausgeholt von Oberdorf. Für Deutschland vielleicht Bühl. Clara Bühl, natürlich. Unheimlich wertvoll in dieser Partie. Wird. Juchz. Frums. Ein paar Minuten zu spielen sind. Hegering. Entscheid. Oh, hier kann noch mal Leben reinkommen. Aber dann doch irgendwie. Oh, der wird nochmal richtig gefährlich. Schüller, kurios. Ganz kuriose Szene. Oh, das war nochmal ein guter Ball in die Spitze. Da führt jetzt kein Weg mehr drumherum. Deutschland bucht das Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Herzlichen Glückwunsch.